Hallo zusammen, heute mal kein Essenstest, sondern ich habe mir was gegönnt, um den Hintergrund später ein bisschen in RGB umzubauen, weil das sieht ein bisschen schöner aus. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir hier so ein Set Groove Follower Pro. Warum jetzt ausgerechnet das? Ganz einfach, weil ich habe an meinem Fernseher habe ich so ein Set aufgebaut, aber nicht jetzt mit dem System, sondern das sind so LED-Stripes mit Kamera und das symbolisiert so eine Art Ambilight. Funktioniert sehr gut. Jetzt war das hier bei Amazon im Angebot und das sah sehr interessant aus und habe ich mir gedacht, gut, das gehe ich mir holen für hier und da für den Hintergrund. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was hier in dem Lieferumfang so enthalten ist. Erstmal schauen wir uns hier die Verpackung an. Wir haben hier hinten den QR-Code für die Installation. Ja, dann unterstützt das System. Einmal Voice Control, heißt das System gibt es auch mit Fernbedienung, aber ich habe direkt die Luxus-Variante genommen. Das heißt, man kann es nachher mit dem Handy steuern oder per Sprache über Alexa. Heißt Voice Control, Smart Control heißt für die Fernbedienung. Dann natürlich verschiedene Lichtmodis, RGB-mäßig, klar. Das System ist dimmbar. Man kann Farbe wählen, warm oder kalt. Und man kann natürlich auch so einen Rhythmus laufen lassen, so, ja, wenn man jetzt Party macht und man will so ein bisschen Disco-Light haben. Ja. Gut, dann packen wir das Paket mal aus. Ja. Ja. Übrigens, falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glöckchen aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Weil ich habe jetzt demnächst auch noch ein Handy und so weiter und so fort. So, wir schauen erstmal rein, was hier so drin ist. Einmal die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier vier Halter, die unterschiedlich sind. Einmal die Halter, die man so hinter den Fernseher klebt und wo nachher die Lampe dran kommt. Und einmal die Teile zum Hinstellen, wo die Lampen als Ständer fungieren. Aber das schauen wir uns gleich an. Dann ist im Lieferumfang enthalten. So, einmal ein Netzteil. Ja. So, dann haben wir hier genau die Steuereinheit. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt ein Smartphone nutzen oder die Alexa-Steuerung. Kann man natürlich alles hier mit den Tasten auch bedienen. Hell, dunkel, an, aus. Und hier ist auch nochmal ein Klebeband drauf, wo man das irgendwo festkleben kann. Dann haben wir hier, das sind solche Schaumblöcke, orange. Die sind dafür gedacht, wenn man das System am Fernsehen nutzen will, heißt man, wenn man Ambilight nachrüsten will, muss man an verschiedenen Ecken, das steht auch in der Anleitung, diese Dinger hier positionieren. Auf dem Fernseher werden die angeklebt. Oben in der Mitte wird die Kamera angesetzt, und zwar die Kamera ist auch hier irgendwo. So, die zeige ich euch jetzt mal. Ja. Hopp. Ja. Ja. Okay. Ja, das ist dann hier die Kamera, die wird dann oben am Fernsehen so von hinten festgeklebt. So, das heißt, die Kamera würde dann so nach dem Motto, hier wäre der Bildschirm, also der Fernseher, und der nimmt dann hier drüber die Lichtsignale auf. Deswegen nimmt man hier die Klötzchen, die klebt man am Fernseher an verschiedene Positionen. Und wenn man das System registriert, sieht man dann genau, wo die Klötzchen sind. Und man kann den Fernseher so weit zentrieren, dass das dann auch alles gut passt. Ja, ich hoffe, das habt ihr jetzt alle so weit gut verstanden. Ja, so. Ein bisschen viel Kram hier. Machen wir erstmal kurz weg. Ja, und hier sind die,
Sorry. Und hier sind jetzt die Lampen drin. Ja. Relativ viel Verpackung, wie man sieht. Ja. Hier ist eine, auch eine. Ja. So. So, wie ich schon vorhin erwähnt habe, so sehen die aus. Kann man die jetzt natürlich so. Ja, doch. So. So in den Ständer stellen. Oder man nimmt hier die Wandhalterungen oder die Fernsehhalterungen und steckt die hier hinten drauf. Gucken, wie es jetzt genau geht. Ja, genau. Wenn dann hier so eingeklickt, dann kann man die so irgendwo festkleben. Ja. Wir nehmen das jetzt mal kurz in Betrieb und schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, so. Ich habe das jetzt einfach nur am Steuergerät aktiviert. Und wie ihr seht, haben wir dann direkt hier ein bisschen RGB-Light. Ja. Upp, Aussteller ist nicht oben. Übrigens, ich bekomme hier kein Geld von der Firma Groovy. Die Sachen habe ich mir selber gekauft. Nur so zur Info. Ja, hier hat man also verschiedene Modis. Hier haben wir jetzt ein Rot. Ich weiß nicht, ob man das genau in der Kamera sieht. Dann haben wir hier so ein bisschen Gelb, Grün, Blau. Ja, also so verschiedene Modis. Ja, kann man hier so ein Lauflicht machen. Mach mal kurz das Licht ein bisschen dunkler, gucken wir mal, was man eher sieht. Ja, leider nicht. Ich hoffe, ihr seht es trotzdem irgendwie. Ups. Ja. Ja. Ja, so ein Night Rider Licht auf gut Deutsch. Ja. Und dann hat man, wie gesagt, die Kamera, die kann man hier noch anschließen und dann kann man die Dinger benutzen, um hinter den Fernseher zu stellen, für ein Ambilight zu kreieren. Ja, ist ein cooles Teil auf jeden Fall, deswegen habe ich mir die auch geholt. Weil gesagt, die LED-Strips, die habe ich auch schon seit ein paar Jahren dran, zwei, drei Jahre, als Ambilight-Ersatz hinter dem Fernseher. Und die sind auch sehr, sehr gut, machen auch voll Bock beim Spielen. Ja, jetzt habe ich die hier gesehen, habe ich gedacht, okay, die sind auch sehr praktisch. Die werde ich entweder hier hinten machen, mal gucken, ich schau mal. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal, schaut mal oben in die Playlist. Da sind noch verschiedene andere Produkte, die ich getestet habe. Und ciao, bis zum nächsten Mal.